Einen schönen guten Morgen alle, die heute diese Andacht eingeschaltet haben. Ob per Internet oder Fernsehen, möchte ich Sie mit einer Auswahl von Versen aus dem 104. Psalm begrüßen. Herr, was für Wunder hast du vollbracht! Alles hast du weise geordnet. Die Erde ist voll von deiner Geschöpfe. Alle deine Geschöpfe warten darauf, dass du ihnen Nahrung gibst zur rechten Zeit. Sie nehmen, was du ihnen ausstreust. Du öffnest deine Hand und sie werden alle satt. Doch wenn du dich abwendest, sind sie verstört. Wenn du den Lebenshauch zurücknimmst, kommen sie um und werden zu Staub. Schickst du aufs Neue deinen Atem, so entsteht wieder Leben. Du erneust das Gesicht der Erde. Die Herrlichkeit des Herrn bleibe für immer bestehen. Der Herr freue sich an allem, was er geschaffen hat. Ich will dem Herrn singen mein Leben lang. Meinem Gott will ich preisen, solange ich atme. Möge der Herr sein Wort und sein Beisammensein und unser Beisammensein segnen. Ich möchte nur noch zum Anfang ein paar Bekanntmachungen weitergeben. Wir gratulieren zuerst Kurt Thiessen und Sarah de Vries, die gestern am 2. Oktober ihre Hochzeit gefeiert haben. Möge der Herr sie reichlich segnen, indem sie ihr Lebenswandel zusammen angefangen haben. Und dann unsere nächste deutsche Andacht wird am 17. Oktober stattfinden. Ab dem Sonntag werden unsere Andachten per Livestream zu sehen sein und danach nach Wunsch per Internet durch die Webseite der Gemeinde. Die Kogeco-Sendungen werden dann eine Woche später stattfinden, also in diesem Fall am 24. Oktober um 10:30. Wollen nun zum Anfang zusammen beten. Herr, du hast uns einen neuen Anfang gegeben. Einen neuen Anfang, das zu tun, wozu du uns gerufen hast. Du hast uns einen neuen Tag gegeben. Eine neue Zeit, dieses zu erreichen. Du hast uns eine neue Aufgabe gegeben, dein Werk hier auf der Erde weiterzuführen. Und du hast uns ein neues Ziel gegeben, das ewige Leben durch deine Liebe, durch deine Gnade und durch deinen Sohn Jesus Christus. Herr, wir bitten dich, segne diese Andacht, unser Beisammensein, dein Wort und dein Ende. Dies bitten wir, Herr, in deinem Namen. Amen. Zweiter Korinther 9, Verse 6 bis 15. Das aber bedenkt, wer kärglich sät, der wird auch kärglich ernten, und wer im Segen sät, der wird auch im Segen ernten, jeder, wie er es sich im Herzen vornimmt, nicht widerwillig oder gezwungen, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Gott aber ist mächtig, euch jede Gnade im Überfluss zu spenden, so dass ihr in allem alle Zeit alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Wie geschrieben steht, er hat ausgestreut, er hat den Armen gegeben, seine Gerechtigkeit besteht in Ewigkeit. Er aber, der dem Seemann Samen darreicht und Brot zur Speise, er möge euch die Saat darreichen und mehren und die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen, so dass ihr in allem reich werdet zu aller Freigebigkeit, die durch uns Gott gegenüber Dank bewirkt. Denn die Besorgung dieses Dienstes füllt nicht nur den Mangel der Heiligen aus, sondern ist auch überreich durch die vielen Dankgebete zu Gott, indem sie durch den Beweis dieses Dienstes zum Lob Gottes veranlasst werden für den Gehorsam eures Bekenntnisses, zum Evangelium von Christus,
für die Freigebigkeit der Unterstützung für sie und für alle. Und in ihrem Flehen für euch werden sie eine herzliche Zuneigung zu euch haben, wegen der überschwänglichen Gnade Gottes euch gegenüber. Gott aber sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Hier ist es nun Herbst geworden. Wir sind dankbar, dass die Sommerhitze endlich nachgelassen hat. Man hat den Sommer über viel gutes Obst ernten können, Erdbeeren, Kirschen, Pflaumen, Pfirsiche, und nun ist die Weinernte dran. Haustüren und Treppen sind mit orangen Kürbissen und bunten Chrysanthemen geschmückt. Und wir feiern offiziell nächstes Wochenende Erntedankfest. Heutzutage sind zwar viel weniger von unseren Gemeindegliedern tätig in der Landwirtschaft als in vergangenen Jahren, dennoch genießen wir all das Gute, das von den Feldern ringsum geerntet wird, und wir haben so viel zu danken. Wir brauchen uns nicht zu sorgen, wo unsere nächste Mahlzeit herkommen wird. Auch trotz den Schwierigkeiten mit der Pandemie hat es in den Lebensmittelgeschäften immer mehr als genug gegeben, und wir konnten es uns leisten, das Nötigste zu kaufen. Die Mehrheit der Welt hat es nicht so gut. Die Tatsache ist, dass der Reichtum der Welt sehr ungerecht verteilt ist. Antonio Guterres, der Vorsitzende der Vereinigten Nationen, gab vor kurzem eine Rede bei einer Konferenz über die globale Nahrungszukunft. Er sagte: Millionen von Menschen sind Übergewicht, Millionen leiden Hunger. Ein Drittel von Essen wird verschwendet. Und die Methoden, die die Welt gebraucht, um Lebensmittel zu produzieren, verarbeiten und verwenden, verursacht ein Drittel der Treibhausgasemissionen. Manche von euch kennen, wie das ist, Hungersnot zu leiden. Ihr erinnert euch an vergangene Zeiten, in denen es nicht genug zu essen gab, um gesund zu bleiben, um zu überleben. Und diese Erinnerungen beeinflussen die Gefühle von Dankbarkeit für alles Gute, das wir jetzt genießen. Aber für die Mehrheit unserer Gesellschaft hier und heute ist solch Mangel und Not vollkommen fremd. Wie leicht sagen wir, wenn es mit einer Mahlzeit mal ein bisschen spät wird: Ach, ich bin schon beinahe verhungert, haben aber keine Ahnung, wie es wirklich ist, zu verhungern. Ist es eigentlich gerecht, ein großes Festessen zu veranstalten und den Überfluss zu feiern, den wir genießen, wenn gleichzeitig so viele auf der Welt Hunger und Armut leiden? Doch Gottes Wort ruft uns immer wieder auf, dankbar zu sein. Schon von Anfang an, als Gott das Volk Israel als sein auserwähltes Volk gründete, befahl er ihnen, jedes Jahr regelmäßige Feste zu halten, um zu feiern und dankbar zu sein. Darunter das Darbringen der Erstlingsfrüchte zur Erntezeit. Davon lesen wir in 5. Mose 26. Und im 11. Vers steht: Und du sollst fröhlich sein wegen all des Guten, das der Herr dein Gott dir und deinem Haus gegeben hat, du und der Levit und der Fremdling in deiner Mitte. Gott gab nicht nur genaue Vorschriften für die Opfergaben zu diesem Erntefest, sondern auch das Gebot, sich dabei zu freuen. Das Volk war zur Zeit, da sie dieses Gebot bekamen, noch landlose Wüstenwanderer, ständig in Gefahr von Hunger und Durst und von Feinden überfallen zu werden. Doch Gott gab ihnen nicht nur das Recht, sondern die Pflicht, sich zu freuen, ihm zu danken für das Mana vom Himmel, für Wasser aus dem Stein und für Rettung von ihren Feinden. So ungerecht und schwierig wie die Lage auch jetzt ist in unserer Welt, sendet Gott Segen in Überfluss, und wir sind berufen, mit Freuden dankbar zu sein. Wir sind auch berufen, zu teilen. Das war mit den biblischen Dankfesten immer verbunden. Der Levit und der Fremdling in unserer Mitte sollen Teilnahme am Fest haben, sollen sich auch am Reichtum der Ernte mitfreuen können.
Wer sind diese für uns? Ähnlich wurde Jesus auch gefragt, wer ist mein Nächster, den ich lieben soll wie mich selbst? Und er antwortete mit dem geliebten Gleichnis vom barmherzigen Samariter in Lukas 10. Nun, im heutigen Bibelabschnitt aus 2. Korinther 9 werden die Gläubigen in jener reichen Stadt auch berufen, zu überlegen, wer ihr Nächster sei. Paulus schrieb an die Gemeinde in Korinth und spornte sie an, eine Kollekte zu heben für die Glaubensgeschwister in Jerusalem, die in Not waren. Gleich wie in der Geschichte vom barmherzigen Samariter waren hier lang vertiefte Einstellungen und negative kulturelle Vorurteile am Spiel. Die Gemeinde in Korinth enthielt viele Heiden, die sich dem christlichen Glauben angeschlossen hatten. Dagegen war die Gemeinde in Jerusalem eine Gruppe Juden, die überzeugt wurden, dass Jesus der Messias war und ist. Ja, aber gerade diese Gemeinde in Jerusalem hatte doch argumentiert, dass alle heidnischen Christen auch zu den vielen Gesetzen und Regeln vom Alten Testament halten sollten, denn Jesus war doch auch ein Jude und der Glaube an ihn eine Erfüllung des jüdischen Glaubens, meinten sie. Und diese Gruppe sollte die Korinthergemeinde nun finanzielle Hilfe schicken, wo die doch so eifrig versucht hatten, ihnen das Leben schwer zu machen? Gleich so unvorstellbar wie ein Samariter, der am Graben anhält, um einem verwundeten Juden Nothilfe zu geben. Paulus steht aber bei seiner Überzeugung. Da ist weder Jude noch Grieche. Da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle eine in Christus Jesus. Galater 3, Vers 28. Paulus überredet der Korinther Gemeinde, ihre Herzen und Brieftaschen zu öffnen mit vier Perspektiven, die unser Geben und Helfen motivieren sollen. Erstens handelt es sich um Gehorsam. Es ist ganz einfach Gottes Gebot, dass wir etwas von den Segen, die in unsere Hände fallen, abgeben für die Bedürfnisse anderer, ein Opfer des Gottvertrauens. Das ist eine Herzenssache. Es hat mit unserer Beziehung zu Gott zu tun, ein aktives Vertrauen in seiner Fürsorge. Er will, dass wir uns nicht zu fest an unseren Besitz klammern, denn dann passiert es zu leicht, dass wir seine Hand loslassen. Vor mehreren Jahren, als die Michael's Crafts Geschäfte in unserer Gegend gerade aufmachten, war ich dort zum ersten Mal drinnen, um mich nur umzuschauen und fühlte mich wie im Schlaraffenland. So viele schöne Sachen zum Basteln und Schmücken, richtig in meinem Interessengebiet. Unter anderem fand ich ein Kreuz von ungefähr 10 cm Höhe, das mir besonders gefiel, und ich wollte es kaufen, um irgendwo im Haus aufzuhängen. Nach einer Weile hatte ich beide Hände voll mit noch vielen anderen Sachen, die ich kaufen wollte, und ging damit Richtung Kasse. Aber unterwegs rutschte mir das Kreuz aus den Händen, fiel zum Boden und zerbrach. Demütig sammelte ich die Stücke auf, habe für sie den vollen Preis bezahlt, ohne zu klagen, und zu Hause wieder zusammengeklebt. Nun hängt das Kreuz mit seinen sichtbaren Rissen an meiner Schreibtischlampe. Es dient mir als Warnung, nicht nach so viel anderem im Leben zu greifen, dass mir das Gottvertrauen runterfällt. Deswegen gibt Gott auch seinem Volk das Gebot, Opfergaben zu bringen und großzügig mit ihren Mitmenschen umzugehen, denn er will sich durch sie als großzügiger Gott erweisen, der seine Kinder segnen und sie zum Segen machen will. Er ist es, der mit 5 Broten und 2 Fischen Tausende speisen kann, und der verspricht, wer im Segen sät, der wird auch im Segen ernten. Zweitens handelt es sich um soziale Gerechtigkeit. Es ist eben nicht gerecht, wenn unter den Glaubensgeschwistern einige Mangel leiden,
während andere Reichtum genießen. Gottes Vision von Gerechtigkeit schilderte sich schon zu Moses Zeit im Handel mit dem Volk Israel in der Wüste. Als Gott in der Nacht Manna runterregnen ließ, lesen wir in 2. Mose 16, sammelten die Menschen am nächsten Morgen die Brotflocken auf. Manche nahmen gierig mehr, andere bekamen dadurch viel weniger. Doch als sie ihre Körbe abwogen, da war bei jedem die gleiche Menge drin. Ähnlich in Jesu Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg in Matthäus 20. Egal, ob die Arbeiter schon seit frühem Morgen auf dem Feld an der Arbeit gewesen waren oder erst am späten Nachmittag dazu kamen, zahlte der Meister ihnen am Abend dieselbe Summe. Wir sind manchmal etwas misstrauisch, wenn von uns eine Spende verlangt wird. Wird, was ich gebe, verantwortungsvoll angewendet werden? Ist das Werk würdig, etwas von meinem schwer verdienten Geld zu bekommen? In manchen Hinsichten ist es gut, von einem Projekt genügend informiert zu werden, denn es gibt heutzutage jede Menge schlecht gesteuerte Organisationen und trügerische Verlange nach unseren Finanzen. Aber das Fundament bleibt, Gottes Wille ist, dass Menschen teilen, so dass keiner leidet, während andere bequem sitzen. Wissenschaftler meinen, wenn man das, was unser Planet produziert, gerecht einteilen und nicht verschwenden würde, könnten alle Menschen auf der Welt gut gesättigt werden. Habgier verursacht leider zu viel Konsum, zu viel Verschwendung, zu viel Armut, zu viel Krieg. Die Welt braucht eine göttliche Vision von Gerechtigkeit, wo jeder einen Platz am Tisch bekommt. Drittens ist das Ziel die Einheit in der Gesellschaft. In seiner Bitte um Unterstützung für die Gemeinde in Jerusalem hält Paulus den Korinthern vor Augen das, was sie mit jenen Geschwistern vereint, die unbeschreibliche Gabe Gottes. Sie sind ja alle, ob Jude oder Heide, Sklave oder frei, Begünstigte der Gnade Gottes durch seinen Sohn Jesus Christus. Er hat die Schuld eines jeden am Kreuz bezahlt. Er hat ihnen allen das ewige Leben geschenkt. Er hat sie mit seinem lebendigen Geist erfüllt. Und so, geeinigt in seiner Gnade, können sie sich auch gegenseitig mit Gnade bescheren. Die Juden können freudig die Heiden versichern, dass sie nicht die untragbare Last des Gesetzes auf sich laden müssen, um dem Herrn treu zu sein. Und die Heiden können freudig von ihrem Reichtum teilen, damit ihre Glaubensgeschwister in Jerusalem auch genug haben zum Leben und weiterhin in der heiligen Stadt Zeugen des Evangeliums zu sein. Diese Pandemie will uns auch heute zeigen, dass wir Menschen alle in der globalen Familie füreinander verantwortlich sind. Die Frage bleibt, ob wir Bevorzugten auf diese Lehre achten wollen oder nicht. Solange es noch Menschengruppen und Länder gibt, wo sich der Virus verbreitet, besteht die Gefahr, dass sich eine Variation entwickelt, gegen die keine Impfung helfen kann. Wenn nicht alle von dieser Krankheit Schutz bekommen, ist keiner sicher. Es hat nichts mit persönlichen Rechten zu tun. Wir sind alle für unsere Nächsten auf diesem Erdkreis verantwortlich. Schon öfters in der Vergangenheit haben Impfungen als Rettung von verschiedenen schlimmen Krankheiten gedient. Und wir Mennoniten haben durch unsere MCC-Organisation dafür gesorgt, dass Impfungen in ärmeren Ländern zu haben waren, sodass groß und klein gesund und geschützt sein sollen. Mag es sein, dass die Erstfrüchte, die Gott von uns heute verlangt, sein könnten, einfach die Ärmel hochzukrempeln und unseren Brüdern und Schwestern zuliebe uns impfen lassen? Und viertens ist das Geben ein Ausdruck von Dankbarkeit, welches mit dem jährlichen Erntedankfest zusammenhängt. Die Gaben sind nicht gemeint, die Empfänger zu verschulden, oder die Geber über sie zu erhöhen. Das Ziel ist, dass beide dem allmächtigen Gott die Ehre geben. Paulus ist sich sicher,
dass die Gemeinde in Korinth mit Freude und Dankbarkeit aus ihrer Fülle teilen wird, so dass die Gemeinde in Jerusalem dieses Geschenk mit Freude und Dankbarkeit in Empfang nehmen wird, dass Gott dadurch in beiden Gruppen verherrlicht werde. Diese beiden Sätze, ein fröhlichen Geber hat Gott lieb und Gott sei Dank für seine unaussprechliche Gabe, stehen wie Stützpfosten unter seiner Bitte. Mögen sie auch als Unterbau dienen für unser Teilen miteinander und mit der weiteren Welt, dass wir freudig geben, freudig empfangen und Gott preisen und danken. Denn wie reichlich hat er doch uns gesegnet mit den Gaben des Heils durch seinen geliebten Sohn, unserem Herrn Jesus Christus. Wollen wir nun beten. Gottgeber aller guten Dinge, unsere Herzen fließen über mit Preis und Dank für die vielen Segen, mit denen du uns unser Leben füllst. Du hast uns von Gefahren beschirmt, durch Zeiten von Not geführt und zu einem Land von Milch und Honig gebracht. Vor allem hast du, Jesus Christus, dein Leben hingegeben, dein Blut vergossen, damit wir ewiges Leben haben dürfen. Das ist gewiss eine unaussprechliche Gabe. Herr, aus diesem Überfluss wollen wir teilen, damit alle Menschen erkennen, wie großzügig deine Liebe ist. Lehre uns gehorsames Teilen, das Gerechtigkeit in dieser Welt fordert, das uns mit unseren Mitmenschen vereint und das Geber und Empfänger mit Dankbarkeit erfüllt. Dieses beten wir in Jesu Namen. Amen. Als Segen teile ich nun mit euch diese Worte aus Kolosser 3. Der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Zu diesem seid ihr ja auch berufen, in einem Leib, und seid dankbar. Und was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Amen. Gottes Segen sei mit euch allen. Hi everyone! Just wanted to give you a quick update on our music corner and what's going to happen going forward. So, of course, we're at our last online service, but we wanted to make the music from the music corner available on our website. So if you ever want to go back and find one of your favorite songs, everything from throughout the pandemic is on our website. So here's how to find it. Visit redbrickchurch.ca. Under the heading Church Life, you'll see the tab for the music corner. Sounds of the Sanctuary are recordings from pre-pandemic church services. Selfie Cam Jams are recordings made by our praise and worship team throughout the lockdown. Voices Together are songs from the new hymnal. This is where some of our closing songs from the online services have come from. And Special Pandemic Recordings are a collection of additional songs that we put together in the last year and a half. To see all of the videos in each playlist, click the playlist button in the top right of the video, and all of the videos in the series will appear, and you can click on one from there that you'd like to watch. I also just wanted to give a big thank you to all of the musicians who have participated in leading worship throughout the pandemic in our Red Brick online services. It's been such a gift, and it's been a real blessing to have that as part of our service. So thank you to everyone who made time to record, to sift through recordings, to create new ones. It's just been wonderful. So thank you so much. So we have one last recording for today. It's made by our virtual choir. So a lot of these videos were actually recorded back in the winter around January, February. And I was hanging on to them, trying to figure out where a good place for them might be. It feels fitting now for our last online service as we're giving thanks to God for everything that we've been able to do and the ways that we've been able to worship together through the pandemic. And as we look ahead to Thanksgiving next week, so the theme of thankfulness and gratitude really seems to shine through. So this video of the virtual choir seemed fitting. So this song is called In the Lord, I'll Be Ever Thankful.
To God, do not be afraid.